Hey zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu meinem ersten Lesemonat dieses Jahr, der Lesemonat Januar. Ich habe im Januar 2 Bücher beendet, was jetzt nicht unbedingt eine Meisterleistung ist und ich habe auch ein bisschen überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, dafür ein eigenes Video zu machen. Aber es waren 2 sehr, sehr gute Bücher und deswegen finde ich, sie sollten dieses Video hier bekommen, um gewürdigt zu werden. Und ich freue mich richtig, euch die beiden Bücher zu zeigen und mit euch darüber zu sprechen. Besonders das erste Buch, denn das hat mich total mitgerissen. Und das ist A Flicker in the Dark von Stacey Willingham. Das Buch liegt schon etwas länger auf meinem Sub, aber Anfang des Jahres habe ich dann gesehen, dass es das auch vertont als deutsches Hörbuch gibt. Und weil ich gerade so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Hörbuch war, habe ich damit dann gestartet und das ganze 12 Stunden lange Audiobuch dann tatsächlich auch innerhalb von 2 Tagen durchgehört, weil ich es so, so spannend fand. Bei dem Buch handelt es sich um einen Psychothriller und es geht um Chloe Davis, deren Vater ein Serienkiller ist. Als Chloe noch ein junges Mädchen war, hat ihr Vater in dem kleinen Dorf, in dem sie gelebt haben, mehrere junge Mädchen ermordet. Seitdem sitzt sie im Gefängnis und Chloe versucht, ihre Vergangenheit, soweit es eben geht, zu verdrängen und jegliche Verbindung zu ihrem Vater zu unterbrechen. Das gelingt ihr nicht so gut. Sie ist schon sehr traumatisiert und belastet von dem, was sie da durchgemacht hat, da sie natürlich als die Tochter des Serienmörders auch irgendwie mitten im Geschehen war, vor allem durch die Presse und wie sie dann durch die anderen Dorfbewohner dort behandelt wurde. Zu der Zeit, wo die Geschichte spielt, hat sie sich allerdings ein recht normales Leben aufgebaut, bis dann plötzlich in ihrer Stadt, in der sie jetzt lebt, Mordfälle passieren, die sehr an die erinnern, die ihr Vater begangen hat. Der kann es natürlich nicht gewesen sein, weil er ja schon seit Jahren im Gefängnis sitzt, aber sie befürchtet, dass es einen Trittbrettfahrer geben könnte und beginnt dann so ein bisschen in diesem Fall zu forschen und sich mit den Mordfällen auseinanderzusetzen. Das ist so grob, worum sich die Geschichte dreht. Ich fand es wirklich super, super spannend gemacht. Ich konnte an keiner Stelle erahnen, wie das Ganze ausgeht. Ich hatte natürlich zwischendurch immer meine Vermutungen und dachte mir, oh, ist ja voll offensichtlich, ich weiß genau, was hier abgeht. Aber ich wurde wirklich bis zum Ende jedes Mal wieder überrascht und habe auch überhaupt nicht mit der Auflösung gerechnet. Ich glaube, hätte ich das Buch wirklich gelesen und nicht als Hörbuch gehört, dann hätte ich es an manchen Stellen etwas lang gefunden, weil die Geschichte schon recht viel hin und her hat und es ein bisschen braucht, bis es dann so zur Auflösung kommt. Aber so als Hörbuch nebenbei war es wirklich perfekt, weil ich die ganze Zeit wie gebannt zugehört habe. Ich saß hier abends im Dunkeln noch allein in meinem Zimmer und hatte irgendwie richtig Angst, weil es dann teilweise auch ein bisschen spannender war. Ja, ich hatte also eine sehr, sehr gute Zeit mit diesem Buch, kann ich das insbesondere als Hörbuch sehr ans Herz legen und falls ihr eben mal wieder Lust auf was richtig Spannendes habt. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Buch, das ich diesen Monat beendet habe. Wer meinen letzten Leseblog geschaut hat, weiß wahrscheinlich schon, worum es sich dreht. Es ist der Grund, weshalb ich nur 2 Bücher gelesen habe, weil es ein riesengroßes, dickes Buch ist. Und zwar habe ich endlich den 2. Band von Crescent City von Sarah J. Maas gelesen. Ich habe mir dieses Buch direkt gekauft, als es rausgekommen ist, weil das Ende vom 1. Band einfach nur unfassbar spannend war. Das war einer der schlimmsten Cliffhanger, den ich jemals gelesen hatte. Und dann habe ich es aber doch nicht direkt gelesen, obwohl ich es so gerne wollte, weil ich mir halt dachte, wenn ich es direkt lese, dann muss ich so lange auf den 3. Band warten. Deswegen habe ich jetzt 1,5 Jahre gewartet, bis ich dieses Buch hier gelesen habe, damit ich jetzt nicht so lange auf den 3. warte. Und ich sag euch, nachdem ich dieses Ende gelesen habe, bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube nicht, dass ich es 2 Jahre lang ausgehalten hätte, auf den 3. Band zu warten. Beim 1. Band hat mich ziemlich gestört, dass die erste Hälfte oder generell der erste Teil des Buches sehr, sehr lang war. Es hat sich viel aufgebaut, es wurde viel beschrieben, es ist eher weniger passiert. Und dann kam erst am Ende, auf den letzten 200 Seiten, so der riesengroße Knall und es wurde richtig spannend. Es hatte sich dann für mich auch total gelohnt, weil ich das Ende einfach so grandios fand, dass sich diese ganzen 600 langatmigen Seiten dafür für mich persönlich ausgezahlt haben. Aber ich hatte dann so ein bisschen Angst, dass es bei diesem Buch hier genauso werden würde. Und ich muss auch sagen, so die ersten 300 Seiten fand ich da recht ähnlich. Also es ist nicht so viel passiert, es hat alles ein bisschen gebraucht, bis es in Fahrt gekommen ist. Aber dann wurde es wirklich spannend. Bei diesem 2. Band waren auf jeden Fall schon mal deutlich mehr spannende, actiongeladene Szenen eingestreut als beim 1. Teil, was mir super gefallen hat, weil ich einfach die ganze Zeit wissen wollte, wie es weitergeht. Ich habe so dolle mit den Charakteren mitgefiebert, weil ich über die Seiten hinweg eine richtige Bindung zu ihnen aufgebaut habe und ich sie alle total toll finde und sehr, sehr gerne mag. Die letzten 100 Seiten, es war nicht ganz so explosiv wie beim 1. Band. Ich hätte es mir ein bisschen krasser gewünscht, ehrlich gesagt. Also da finde ich, kann Sarah J. Maas beim 3. Band auf jeden Fall nochmal wieder ein bisschen was drauflegen. Aber es gab wirklich einige Plot-Twists, die haben mich so umgehauen. Damit hätte ich niemals im Leben gerechnet und das hat es für mich
so grandios gemacht und ich hatte einen riesengroßen Spaß mit diesem Buch und eine richtig tolle Zeit und freue mich jetzt einfach nur unglaublich doll auf den dritten Band. Ich kann es echt kaum abwarten, sobald er rauskommt, 7. März glaube ich, werde ich sofort in die Buchhandlung rennen und ihn mir holen und dann hoffentlich nicht erst 1,5 Jahre später lesen. Also an dieser Stelle auch wieder eine riesengroße Empfehlung an alle Fantasy-Liebhaber da draußen. Und damit wären wir dann jetzt auch schon durch. Das war mein Lesemonat Januar. Ich hätte mir eigentlich kaum einen besseren Start in das Jahr wünschen können. Ich fand die beiden Bücher wirklich großartig und bin sehr, sehr glücklich, dass ich die beide jetzt endlich von meinem Stapel ungelesener Bücher befreit habe. Und das ist jetzt übrigens auch so ein bisschen mein Ziel für dieses Jahr 2024, meinen Sub einfach komplett abzubauen und auf Null zu bringen. Ich will das schon so lange machen und jetzt habe ich es mir wirklich fest vorgenommen. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade bei so 9, 8 Büchern. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir kommen dem Ganzen näher und ich freue mich schon sehr, sehr doll drauf, wenn ich diese ganzen Subbücher weggelesen habe und dann in den Buchladen gehen kann und einfach ein Buch kaufe und es dann direkt lese. Ich stelle mir das so toll vor und ich hoffe, dass dieses Vorhaben klappen wird und hier nicht in 2 Wochen wieder das nächste Bookhaul-Video online kommen wird. Wird es nicht. Ich halte mich an mein Vorhaben, diesmal wirklich. Ja, und damit war es dann jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen hattet und wünsche euch jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag. Macht's euch gemütlich und bis dann. Ciao!